figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally. Yeah. Und damit, meine Freunde, ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Achtung, rechte Seite! Gott, of War, Ragnarök, wo ich gerade ziemlich auf die Fresse bekomme von einem Scheißdrachen. Und es ist das erste Mal, dass ich gegen den richtigen Drachen kämpfe. Ah, jetzt haut er wieder ab, oder was? Da kommt er hinter dir! Nö. Er versenkt einfach mal den Boden. Mehr kann er nicht. Das purpurrote Grauen. Interessant. Interessant. Kommt der auch mal runter? Das wollten die also. Oh, jetzt noch zum Schluss. Gib's auf die Fresse, mein Lieber. Huiuiui. Ich glaube, wir haben die Drachenpopulation hier etwas eingedämmt. Ich höre schon den Unterschied. Die Beutetiere. Sie haben nicht mehr so viel Angst. Und wieder ein Stück schmerzhafter Wuchs weniger, was? Aha. Du hast ein paar Kristalle. Geh doch mal beim Teich vorbei. Gerade nicht. Ich habe da gerade noch ein anderes Ding. Was ich machen muss. Moment, wir haben hier ja. Okay. Hier noch was. Dann haben wir hier noch was. Ah, wir sind wieder full life. Oh. Der ist mies versteckt. Also wirklich sehr, sehr mies. Wenn du da nicht explizit hingehst, übersiehst du den Pisser schon mal. So. Mal gucken. Zum Glück sind wir dahin gegangen. Das müsste der letzte sein. Und das war der letzte. Fantastische Arbeit, schätze ich. Ist mir völlig egal. Du bedeutest mir nichts. Überhaupt nichts. Das ist toll, mein Freund. Du bist nicht mein Freund. Tschüss.
Draupnir. Kann so verbessert werden. Das ist ja ultimativ cool. Hä? What the fuck? Die Ebenen, Vanaheim. Das mal haben wir hier was. Was Gardabarren? Hier drüben. Oh. Vielen Dank. Nein, danke dir. Du hast uns auf dem Boot gerettet. Stimmt's, Vater? Es war töricht. Aber willkommen. In der Nähe ist ein mystisches Tor. Aber ich habe keinen Stein dafür. Wir schon. Okay. Nicht, dass du den Sturz überlebt hast. Wie hast du das geschafft? Ich bin gerollt. Wir reden später. Ach Gott. Und da ist eben noch... ...des Winters. Er sieht hungrig aus. Jetzt komm schon. Geh einfach mit mir zurück. Mir ist egal, wie hungrig du bist. Dass das sogar also geklappt hat. Ah. Wenn ihr sterben wollt, kein Problem. Kann ich einführen. Ich habe keine Verwendung dafür. Vielleicht sehen wir uns im Lager. Und dann hoffentlich auch unter anderen Umständen. Also gut, Hauptmission hier erledigt. Für Vanaheim. So, wie geht es jetzt sicher? Wir können gehen. Oder weiter erkunden, wenn du willst. Wir sind hier am Erkunden, Bro. Solange gehe ich nirgendwo hin. Wir haben noch lange nicht alle Dödel hier gerettet. Wo sind wir hier? So, das war es aber komplett. Jetzt kommen wir überall einfach so hin. Wir haben, glaube ich, auch soweit alles gekillt, bis auf eine Sache, die wir noch nicht gemacht haben. Und ich glaube, da wir Nacht haben, können wir auch dort in die Scheiße rein laufen, ohne irgendwie wieder durch alles durchzumessen. Kann das sein? Aha. Oh, hier habe ich sogar noch was vergessen. Oh, und was macht der da? Au. Oh.
Du bist der Einfachste der ganzen Heide. Au. Das war gar kein Gegner. Sie dabei die gesamte Schöpfung niedergetrampelt haben. Trotzdem, das waren wohl alle von ihnen. Sollten wir das Pirgir sagen? Moment. Dieser Kristall könnte ein Bad vertragen, nicht wahr? Halt einfach deine Phrase, ne? Wisst ihr was? Wir gehen wieder über das Wasser dorthin. Mimir, kannst mich ruhig anbrüllen. Fisch weggehen. Und was sollte das bringen? Fühlt sich dann besser. Nein. Du hast mir nicht genug vertraut, um deine Sorgen zu teilen. Diese Wunde heilt nicht so schnell. Tut mir leid. Nicht müde. Es ist meine Schuld. Warum soll das jetzt seine Schuld gewesen sein? Muss ich das verstehen? Oh Gott, ich kenne eben nicht mehr alle Wege, ne? Das ist so ultimativ dumm. Ich bin jetzt sicher schon wieder eine Woche abstinent gewesen bei Ragnarök. Oh. Ich habe zwar ziemlich guten Orientierungssinn, vor allem Ding, wenn ich einmal da war, aber... Gerade wüsste ich nicht, wie ich wieder an die Stelle komme. Siehst du jetzt wohl an neue Stellen des Kraters? Weil zum Beispiel jetzt hier weiß ich wieder, dass ich irgendwo an Land muss. Da am besten. Und wenn ich jetzt richtig liege, sollte dann die dumme Kuh da irgendwie in ihrem Versteck hausen. Sonst wüsste ich jetzt nicht, wo ich suchen soll. Scheiße. Weil ich dachte, die würde sich hierhin zurückziehen. Schade, Banane. Jetzt ist der die Frage, wo müssen wir hin? Zum Kompass hinzufügen. Also, wir müssen jetzt hier der Dschungel. Aha. Und auch hier, glaube ich, kommst du von einer anderen Seite noch hoch. Also, ne? Wir machen mal Tag. Ich habe jetzt extra diese Sicht eingeblendet, damit ich sehe, was ich noch was sehe. Dass du Thors Tochter schon ein wenig kennengelernt hast. Ja, Flut ist toll. Sie will eine Walküre werden. Und sie hat es verdient. Ich habe ihr erzählt, dass wir mit den Walküren gekämpft haben. Aber ich weiß nicht, ob sie mir das alles glaubt. Meine Geschichten über ihren Großvater kamen allerdings nicht so gut an. Viele haben einen blinden Fleck, wenn es um Familie geht.
und erfahren die Wahrheit auf schmerzhafteste Art. Hat der was gemacht? Ich sehe nichts. Gut. Auftrag abgeschlossen sogar. Nika. Der Witz ist, ich habe keine Ahnung, wie ich an die Stelle komme. Weil soweit haben wir alles durchsucht. Falls ich das jetzt nicht schaffe, werde ich das offscreen hier weiter erkunden. Na? Mit euch in diesen 30 mal, Minuten so. Ging es bei deiner Frage nach dem Mögen um Fru? Nein, also ich meinte niemand bestimmten. Und naja. Skeldir mag Frut, aber sie will nur eine Walküre werden. Sie ist sehr fokussiert. Na schön, Junge. Ich hoffe, du weißt, dass du immer fragen kannst, wenn dir noch etwas unklar ist. Ich weiß. Schon gut. Mir geht's gut. Wenn mich mein Blick nicht täuscht, ist das der Hirsch des Sommers. Ist das heiß oder ist das meine knisternde Persönlichkeit? Nein, das bist du, Hirsch. Können wir endlich gehen? Habe ich das wirklich das letzte Mal liegen lassen? Hä? Wo sind wir denn hier gelandet? Ich glaube, wir sind wieder auf dem Weg dort in... Na? Moment. Jetzt sind wir wieder hier. Kulon von links. Oh.
Du Junge, was willst du mir damit sagen, ey? Muss ich den Scheiß jetzt nochmal machen? Boah, ich hasse sowas, ne? Ich mag ja auf der einen Seite Rätsel, ne? Aber es gibt Rätsel und Rätsel. Odin etwas mit ein paar neuen Einherjahr gemacht. Sie wirkten geistlos, bis er mit einem Zauber ihre Identität wiederherstellte. Ja, das war seine Gewohnheit, sogar als sie in Valhall waren. Ihnen das Bewusstsein wiederzugeben, war wohl noch ein Weg, den Tod ein bisschen zu überlisten. Es würde mich allerdings nicht überraschen, wenn er sich damit auch irgendwie ihre unsterbliche persönliche Loyalität sicherte. Ich sag mal so, gib mir eine Stunde und ich fahre hier wieder Schlitten mit der Welt, aber gerade bin ich extrem überfordert mit dieser, ja, Verwinkelung und so. Irgendwie muss ich ja noch höher kommen. Was wollen die von mir? Wenn mich mein Blick nicht täuscht, ist das der Hirsch des Sommers? Ist das Eis oder ist das meine knisternde Persönlichkeit? Nein, das bist du, Hirsch. Können wir endlich gehen? Vaters neuer Speer. Ist aus einem Ring gefertigt? Drupni, ja. Geschmiedet von den Huldu-Brüdern als Geschenk für Odin. Was tut er? Von Zeit zu Zeit erzeugt Drupnir identische Kopien von sich selbst. Sie dachten wohl, wenn ein goldener Ring ein gutes Geschenk ist, würden unendlich viele davon ihnen einen festen Platz in Odins Herz sichern. Tat es nicht. Nicht ansatzweise. Ich habe eine Idee. Statt der Möglichkeiten. So, ich bin wieder zurück. Ich musste kurz mal nachgucken, was man hier genau tun muss. Und da knallst du am besten hier mal hin.
Weil die müssen hier reinkommen. Oh, scheiße. Hinter dir, pass auf! Die Falle auslöst. Den Drachen an. Jetzt können wir mal kurz den da über den Jordan hauen. So. Und der muss jetzt da hoch zum Drachen. Es hat geklappt. Gehen wir zum Drachenbau zurück. Yes. Was war das nochmal? Ah, da kann man, glaube ich, zum... Ja, zum Staudamm. Wenn ich jetzt nochmal wüsste, wo das war. Odin erzählte mir Geschichten. Zum Beispiel, wie er sein Auge verlor. Und sich etwas von deinen unterscheiden. Ich vertraue natürlich dir, aber... Ich weiß nicht, warum er bei solchen Kleinigkeiten lügen sollte. Du musst eins über Lügner wissen, Junge. Sie lügen. Sie lügen aus Prinzip. Es ist zu groß oder zu klein. Sie lügen bei allen Dingen, ob sie damit durchkommen oder nicht. Nur um ihre Macht über die Realität zu demonstrieren. Das musst du immer im Kopf behalten. Ich glaube, das war hier, ne? Ja, da hinten ist die Stelle. Hey, gut, dass ich das ungefähr im Kopf wusste. Weil so komme ich auch nachts hin. Da hätte ich... Ah, nee, das wäre schon ein bisschen länger... Der Weg gewesen, aber trotzdem. Das nicht. Nach hinten! Nein, auf die Seite eher. Achtung, Schuppen! Au, ja, bringt sehr viel. Vater, warum blockst du nicht? Ich will nie ausweichen. Es ist so gegen meine Natur. Also, so mit dem Schutzschild, ne? Au, ey! Ja, jetzt bin ich zu früh gedodged, ne? Ja, ich sollte einfach Schutzschild verwenden. Hey, wie wär's einfach mal? Vorsicht, jumpen! Das ist so wieder meiner Natur, das Schutzschild zu benutzen. Okay. Vater,
Ja, ich prügel dich in den Boden. Sehr schön. Oh. So. Wenigstens bin ich hungrig gestorben. Voilà, Pfadzerstörung. Hey, Pfadzerstörung. Pflanze abgeschlossen. Sehr schön. Also der im Wald. Aber wie willst du drauf kommen, ne? Ich weiß, es klingt komisch, aber erzählst du mir noch mal, was passiert, wenn jemand stirbt? Jedes Lebewesen hat eine Seele. Und jede Seele hat vier Teile. Gestalt, Geist, Richtung und Glück. Die Richtung führt die Seelen von Riesen, Zwergen, Alben und Tieren zum Seelensee in Alfheim. Wo alle Teile wieder von Alfheims großem Licht aufgenommen werden. So, das ist gut erklärt, Mimir, aber wir haben jetzt noch das hier. Wo muss ich jetzt da genau hin? Hä? Bin ich dumm? Moment. Ich bin ja komplett auf der Warum hat es mich weggetrieben davor? Was ist das überhaupt? Die Spur der Toten. Ich guck das auch mal kurz nach. Während ich auf der Suche eigentlich war, auf die andere Seite zu kommen im Dunkeln, ne, kam mir diese Olle wieder in die Quere. Oh. Sie haut wieder ab. Führt das Blut zu ihrem Versteck? Ja, wir folgen dem Blut. Das musst du nicht, weil ich weiß, wo ihr Versteck ist. Gut zu wissen, dass wir das jetzt auch schon so weit getrieben haben. Kann es sein, dass Thor mit seinem Hammer redet?
Macht er das immer noch? Ja. Zaubert er den Stahl, oder... Wenn mich mein Blick nicht täuscht, ist das der Hirsch des Sommers. Ist das heiß, oder ist das meine knisternde Persönlichkeit? Nein, das bist du, Hirsch. Können wir endlich gehen? Schade, schade. Ja gut, dann machen wir zuerst diese Fotze da. Tut mir leid für die Aussprache, aber sorry. Die geht mir sowas von hart auf den Sack. Und dass sie jetzt auch noch hier hingekommen ist, ne. Dafür bekommt sie die Breitseite jetzt. Echt. Geht gar nicht klar. So. Und dann muss ich hin. Ich habe zwar im Internet noch was geguckt wegen wegen dieser Mission da. Ich habe aber dort eine Prise Probleme, denn er hat mir den Weg da nach oben nicht gezeigt und dorthin müssen wir. Und von der einen Seite kommst du halt literally nicht hin. Frische Spuren. Ah, jetzt ist sie dann in ihrem Versteck. Das mag ich. Jetzt kann sie sich direkt einsagen lassen. Ja, Mädel. Machst du nur Selbstschaden, Fräulein. Easy. Sie hat tapfer gekämpft. Das muss ich ihr lassen. Ich wünsche, das wäre nicht nötig gewesen. Okay. Das war ein easy Kampf. Vor allem Ding. Naja. Ich muss sagen, viel zu easy. Aber wie gesagt, wie ich jetzt das hier machen soll, keine Ahnung. Das ist nämlich die letzte Mission hier, die wir noch haben. Dann haben wir hier noch, wo wir irgendwo hin müssen. In den Senken. Hier haben wir noch Berserker Grabstein, wo ich nicht genau weiß, wo ich da hin muss. Aber kommen wir schon hin irgendwie. Ich glaube, ich habe alle vier Hirsche auch entdeckt. Ich weiß nur nicht genau, wie man wieder dorthin kommt. Ah, ich glaube, ich weiß ungefähr wie, aber... das war nicht ganz so cool. Ja, bringt mir halt alles nichts. Ja, das war's für diese Folge. Bevor die wieder endlos lange geht, will ich die ein bisschen runterballern. Vielleicht kein Stundenvideo mal wieder. Und deswegen mit dem Gebrüll der Wölfe. Bis zum nächsten Mal. Figure it out.